Vielen Dank für Ihr Erscheinen. Vielen Dank auch nochmal für das Stipendium. Das war ein sehr produktives und schönes Jahr hier in Eutin. Ich fange gleich an. Ich spreche heute über die Geschichte des Frauenabteils im 19. Jahrhundert, über sexuelle Gewalt auf der Eisenbahn und über romantische Eisenbahnabenteuer in der zeitgenössischen Literatur. Bei dem Thema handelt es sich um einen Teil meiner Doktorarbeit über die Kultur- und Sozialgeschichte der Eisenbahnreise im 19. Jahrhundert. Ich untersuche, wie die Eisenbahn des 19. Jahrhunderts Gesellschaft geordnet und voneinander getrennt hat. Nach Klassen, Rassen und eben auch Geschlecht. Und ich schaue mir an, wie diese Ordnungen kulturell bearbeitet, dargestellt und gedeutet worden sind, welche Diskurse sich daran angeschlossen haben und wie sich die Gesellschaft über die Ordnung des Eisenbahnraums selbst erzählt hat. Im Vortrag heute geht es vornehmlich um Geschlechterverhältnisse, aber es ist natürlich so, dass hier immer auch Fragen nach Klasse und Rasse mit hineinspielen. Ich möchte das anhand des Bildes illustrieren, mit dem wir für den Vortrag geworben haben und mit dem ich in das Thema einsteige. Noch eine formale Sache, es gibt jetzt 6 Abschnitte, Teile in meinem Vortrag und ich hoffe, dass ich so bei einer halben Stunde rauskomme. So, das ist das Bild. Falls Sie in den sozialen Medien unterwegs sind, ist Ihnen dieses Bild von Berthold Wolze vielleicht schon einmal begegnet. Unter dem Titel »Der lästige Kavalier« ist es zu einer Art Meme geworden, zu einem Bild, das immer wieder gepostet wird, weil die Nutzerinnen und Nutzer darin eine typische Belästigungssituation erkennen. Wenn es heute um sexuelle Belästigung im Alltag geht, wird oft auf öffentliche Verkehrsmittel als Problemzonen verwiesen, auf Busse, U-Bahn oder Regionalzüge. Und der lästige Kavalier scheint dann der sprechende Beweis dafür zu sein, dass dieses Problem bereits seit dem 19. Jahrhundert existiert. Der Blick des weinenden Mädchens ist direkt auf den Betrachter gerichtet. Traurig und vielleicht auch ein bisschen vorwurfsvoll, weil ihr niemand zu Hilfe kommt. Die Geschichte des Bildes lässt allerdings daran zweifeln, ob die Belästigung ursprünglich das zentrale Thema des Bildes gewesen ist. Bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1874 trug es noch einen anderen Titel, »Hinaus ins feindliche Leben«. »Hinaus ins feindliche Leben« ist eine Anspielung. Ich weiß nicht, ob Sie die Anspielung vielleicht sogar erkennen, auf Schillers Lied von der Glocke, das im 19. Jahrhundert als eine Art bürgerliches Nationalepos gelten kann und das zahlreiche Redewendungen und geflügelte Worte geprägt hat, die auch heute noch bekannt sind. Also was Sie wahrscheinlich irgendwie kennen, ist dieses »Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang«. So, das ist, und davon gibt es ganz viele. Und »Hinaus ins feindliche Leben« ist im 19. Jahrhundert so eine Art von Redewendung. Oder Redewendung, ein geflügeltes Wort. Das Bürgertum des 19. Jahrhunderts kann das Lied bzw. viele seiner Passagen auswendig, darunter auch den Teil mit dem feindlichen Leben, der unmittelbar nach der Heirat von Mann und Frau beginnt. Eine kurze Passage daraus. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, das Glück zu erjagen. Da strömt herbei die unendliche Gabe, es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe, die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. So, das ist das, was Männer machen. Das Haus wiederum ist der Wirkungsbereich der Frau. Die züchtige Hausfrau, die Mutter der Kinder und herrscht weise im häuslichen Kreise und so weiter und so fort. Hier ist in idealtypischer Art und Weise die bürgerliche Geschlechterordnung repräsentiert. Öffentlichkeit und Beruf sind die Sphären des Mannes, Haus und Familie die Sphären der Frau. Der Titel des Bildes ist also ein spielerischer Verweis auf die neue Unordnung der Geschlechter, da hier die junge Frau hinaus ins feindliche Leben muss und somit die Rolle des jungen Mannes übernimmt. Die Eltern des Mädchens sind vermutlich gerade gestorben und deshalb weint sie, nicht wegen der Belästigung. Und jetzt muss sie sich schweren Herzens in eine der Großstädte aufmachen, um sich als Dienstmädchen oder Ähnliches zu verdingen. Der aufdringliche Herr und das Coupé dritter Klasse. Ich habe leider keinen Pointer oder so, aber ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Da oben links ist so eine 3. Der aufdringliche Herr und das Coupé dritter Klasse symbolisieren, ich zitiere eine zeitgenössische Besprechung, die triste Wirklichkeit der Dinge und dass die Zeit der zarten, liebevollen Schonung vorbei ist. Ob es sich bei der Annäherung des Kavaliers um eine Form von sexueller Belästigung handelt oder einfach nur um den aufdringlichen, wenig empathischen Versuch, ein Gespräch zu beginnen, die Trauernde sogar womöglich zu trösten und aufzuheitern, bleibt aus dieser zeitgenössischen Perspektive offen.
Wenden wir uns nun dem lästigen Kavalier zu, also der Nebenfigur. Um was für eine Figur handelt es sich da? Anzug und Fliege weisen auf eine bürgerliche Existenz hin, was nicht im Widerspruch zur dritten Klasse steht, unter der es ja auch noch eine vierte Klasse gibt und die im späten 19. Jahrhundert als Klasse des Mittelstands gilt. Als das Bild vor einigen Monaten wieder einmal auf der Plattform Twitter gepostet wurde, entspann sich eine rege Diskussion darum, ob es sich hier um einen Juden und bei dem Bild daher um ein antisemitisches Bild handeln würde. Als Indizien genannt wurden unter anderem der Zwicker, der Schnurrbart und die Zigarre, die zum antisemitischen Darstellungsarsenal des späten 19. Jahrhunderts gehörten, um assimilierte Juden zu karikieren. Ich muss gestehen, dass ich das, als ich in einem Aufsatz davon gelesen habe, nicht besonders überzeugend fand. Als ich mir die zeitgenössische Rezeption des Bildes genauer angeschaut habe, bin ich aber tatsächlich auf zumindest eine Besprechung gestoßen, die ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass es sich hier um einen jüdischen Commis-Voyageur handelt, also einen jüdischen Handelsreisenden. In anderen Besprechungen ist davon wiederum nicht die Rede. Offenbar konnte man die Darstellung so verstehen, man musste aber nicht. Die Auseinandersetzung mit dem Bild und seiner Zeichensprache zeigt jedenfalls, dass hier möglicherweise etwas anderes dargestellt werden sollte, als das, was wir bzw. die Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Medien heute darin erkennen. Allerdings benennt Berthold Wolze, der Maler, sein Bild irgendwann im Verlauf des 19. Jahrhunderts um. Aus der Schiller-Anspielung hinaus ins feindliche Leben wird der lästige Kavalier. Mit dem neuen Titel wird die Darstellung vereindeutigt. Jetzt geht es zweifelsfrei um einen Übergriff. Man darf vermuten, dass es dem Maler hier darum ging, sein Bild an die Diskurse anzuschließen, die in jener Zeit um das Problem sexueller Gewalt in Zügen geführt werden. Zweiter Teil, Baker vs. Dickinson. Im Sommer 1875, also ein Jahr nach der erstmaligen Ausstellung von Wolzes Bild, wird die britische High Society von einem Skandal erschüttert, über den auch die deutschen Zeitungen wochenlang berichten und diskutieren. Am 17. Juni 1875 trifft Valentine Baker, ein hochdekorierter Offizier, in einem Coupé erster Klasse auf die 22-jährige Rebecca Kate Dickinson. Baker ist ein Freund des Prinzen von Wales, ein, wie es in einer Zeitung heißt, Löwe der vornehmen Gesellschaft und daher bestens vernetzt. Doch auch Dickinson gehört zu den oberen 10.000 der britischen Gesellschaft, berichtet der damalige Starjournalist Gustav Rasch dem deutschen Publikum. Baker versucht Dickinson zu verführen. Und nachdem diese sich seinen penetranten Flirtversuchen gegenüber desinteressiert gezeigt hat, versucht er sie körperlich zu überwältigen. Dickinson wehrt sich und flüchtet aus dem Abteilfenster hinaus auf das Trittbrett des Waggons, auf dem sie bis zum nächsten Halt unter Lebensgefahr verharrt und von einer Vielzahl von Zeugen gesehen wird. Muss man zur Erklärung dazu sagen, die meisten Coupés in Europa, also die Abteile, sind nicht durch Seitengänge miteinander verbunden, sondern man ist in diesem Coupé zu diesem Zeitpunkt tatsächlich zwischen den Stationen eingesperrt. Ja, und das macht den besonderen Reiz des Coupés auch aus und gleichzeitig auch das Gruselige daran. Also darauf kann ich jetzt heute leider gar nicht eingehen, aber die Angst vor dem Mord im Coupé, die ist auch riesig im 19. Jahrhundert. Und da gibt es auch diese Fälle, ne, die dann ähnliche Debatten hervorrufen. Baker und seine Freunde versuchen daraufhin, Druck auf Dickinson auszuüben und sie durch Zahlung einer hohen Summe zum Schweigen zu bewegen. Doch der Bruder des Opfers beharrt darauf, die Sache vor ein Gericht zu bringen und deshalb kommt es Ende Juli zum Prozess. Dieser Prozess ist ein Medienspektakel, der Zuschauerandrang ist ungeheuer, alle großen Zeitungen berichten oder bringen sogar Sonderausgaben. Die Fragen, die dabei verhandelt werden, sind von allgemeinerem, zum Teil auch durchaus aktuellem Interesse. Wem glaubt man in so einem Fall, wenn es keine Zeugen für den inkriminierten Vorfall gibt? Hat man es mit einer versuchten Vergewaltigung zu tun, mit einem verzeihlichen Kavaliersdelikt oder war alles nur ein Missverständnis, wie Baker sagt, zu dem Dickinson durch kokettes Verhalten möglicherweise sogar selbst beigetragen hat? Handelt es sich um einen bedauerlichen Einzelfall oder ist sexuelle Gewalt in Zügen ein allgemeines Problem? Und wenn ja, was wäre dagegen zu tun? Im Prozess wird haarklein rekonstruiert, was genau passiert ist, wer was wann gesagt hat und vor allem, ob Dickinson selbst irgendeine Schuld an dem Vorfall trägt, ob sie Baker zu seiner Tat verleitet haben könnte. Das Opfer muss also seine Unschuld beweisen. Und das enorme Interesse der Presse hat wohl auch viel mit Voyeurismus zu tun, weil hier etwas öffentlich verhandelt wird, was normalerweise nicht öffentlich thematisiert werden kann. Ja, es geht um Sex.
Doch im Sommer 1875 führt der Prozessverlauf dazu, dass sich die große Mehrheit sowohl der englischen als auch der deutschen Presse auf die Seite Dickinsons stellt. Zitat: Die Evidenz war so vollständig und konklusiv, wie sie in einem solchen Falle nur sein konnte, stellt etwa die Vossische Zeitung fest. Baker sei ein frecher Wüstling, sein unsittliches Attentat sei zweifelsfrei erwiesen, sein Auftreten und seine Prozessstrategie verachtenswert. Tatsächlich wird Baker am Ende verurteilt zu einer ziemlich milden Strafe, aber immerhin. Dickinson habe sich im Prozess als echte Lady erwiesen, urteilt der Richter. She walks and goes from this court as pure, as innocent, as undefiled as ever she was. Also sie verlässt das Gericht so rein, so unschuldig, so unbefleckt, wie sie davor war, sagt der Richter. Wie es mit Dickinson weitergegangen ist und ob sie tatsächlich unbefleckt aus der Geschichte hinausgegangen ist, werde ich am Ende des Vortrags erzählen. Bemerkenswert ist an dieser Stelle der Vorschlag, den der Richter in seinem Schlusswort macht, um dem allgemeinen Problem abzuhelfen. In den letzten Wochen ist öffentlich zur Sprache gekommen, dass Baker vs. Dickinson nur die Spitze des Eisbergs ist, dass Fälle wie diese regelmäßig vorkommen, in der Regel aber nicht vor Gericht landen. Die Schuld an solchen Vorfällen trügen aber meistens Frauen, die aus dem Eisenbahnfahren ein regelrechtes Gewerbe gemacht hätten, heißt es in den Zeitungen. Abgefeimte Gaunerinnen suchten angeblich gezielt die Gesellschaft unschuldiger Männer, um sie erst zu verführen und dann wegen der vermeintlichen Belästigung zu erpressen. Der Richter appelliert daher eindringlich an alleinreisende Frauen, in Zukunft das für sie vorgesehene Ladies-Only-Compartment, also das Damencoupé, zu frequentieren. In der Times und im britischen Parlament wird darüber diskutiert, ob man alleinreisende Frauen nicht dazu zwingen könne, im Ladies-Only-Compartment zu reisen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Der Fall Baker vs. Dickinson führt also zu einer öffentlichen Debatte um sexuelle Gewalt auf der Eisenbahn. Doch obwohl nahezu alle Dickinsons Darstellung Glauben schenken und sich mit dem Opfer solidarisieren, wird nicht das Verhalten von Männern problematisiert, sondern es werden Frauen sowohl für die Gewalt als auch für die Lösung des Problems verantwortlich gemacht. Dritter Teil, kleine Geschichte des Damen- und Frauencoupés. Was hat das nun mit dem Ladies-Only-Compartment respektive dem Damencoupé auf sich? Deutschen Reisenden wie Ida Hahn-Hahn oder Fanny Lewald fällt bereits Mitte der 1840er Jahre auf, dass in den britischen Eisenbahnen und Bahnhöfen besondere Abteile und Räumlichkeiten nur für Damen zur Verfügung stehen. Eine Einrichtung, die es in den deutschen Staaten zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht gibt. Ich zitiere jetzt aus einem Bericht von Ida Hahn-Hahn. Bei den Eisenbahnzügen befindet sich ein Wagen, auf dem mit großen Buchstaben steht "For Ladies". In denselben darf sich kein Mann setzen. Er ist für Frauen, die allein sind und allein bleiben wollen. Auf denjenigen Eisenbahnstationen, wo die Wagen gewechselt werden oder sonst ein Aufenthalt stattfindet, ist immer ein besonderer Damensalon mit einem Toilettenkabinett und zuweilen mit einer Kammerfrau zu ihrer Verfügung und für Männer nicht zugänglich. Welch eine Rücksicht spricht sich in solchen Einrichtungen aus? Wie hat man an die Fälle gedacht, wo ein junges Mädchen oder eine kränkliche Greisin oder eine schüchterne, traurige Frau Reisen zu unternehmen hätte? Wer denkt an so etwas in Deutschland? Natürlich niemand. Die Einrichtung des Ladies-Only-Compartment wird von deutschen Beobachterinnen, die weibliche Form ist hier wichtig, einhellig gepriesen und auch den deutschen Eisenbahngesellschaften anempfohlen. Dabei darf man nicht übersehen, dass sich das Angebot der Geschlechtertrennung anfangs ausschließlich an gesellschaftliche Eliten richtet, also an erstklassige Passagiere, eine verschwindend geringe Minderheit. Also zur Einordnung, erste Klasse, in England ist es ein bisschen mehr als in Deutschland, es sind vielleicht so 5% der Reisenden, in Deutschland ist es 1%. Es bleibt auch im 19. Jahrhundert konstant, also erste Klasse auch immer Riesenverlustgeschäft für Eisenbahn. Dieser exklusive Charakter wird noch deutlicher beim nordamerikanischen Ladies Car. Formal gibt es in den Vereinigten Staaten keine Klassen. Doch das Ladies Car ist eine informelle erste Klasse, die nicht nur wohlhabenden Frauen, sondern auch ihren männlichen Begleitern offen steht. Das Prinzip der Geschlechtertrennung wird in Deutschland zuweilen auch kritisch beäugt. Noch 1866 heißt es in einem Bericht in einer deutschen Eisenbahnfachzeitschrift: Ein Gebrauch ist eingeführt auf einigen der amerikanischen Eisenbahnen, die männlichen von den weiblichen Passagieren zu trennen. Ladies durch die Wagen zerstreut, bringen den ganzen Train zu Ehren, geben ihm ein menschliches, heimisches Aussehen, verfeinern das Reisen.
Diese Trennungsmode ist barbarisch und der Türken würdig. Trotz solcher Vorbehalte führen auch deutsche Eisenbahngesellschaften seit den 1850er Jahren nach und nach Damencoupés ein. Dieses Angebot richtet sich, wie gesagt, an die erste, zuweilen auch an die zweite Klasse, deren Passagierinnen die Möglichkeit gegeben wird, sich vom männlichen Rest der Reisegesellschaft zu separieren. Diese Möglichkeit zur Separation wird damals, soweit ich das überblicken kann, noch nicht damit begründet, dass sich die Damen hier vor männlichen Gewalttätern und lästigen Kavalieren in Sicherheit bringen können. Für adlige und bürgerliche Eliten ist die Geschlechtertrennung gewissermaßen ein Wert an sich, der die Respektabilität der vornehmen Frau verbirgt und darüber hinaus ein distinktives Klassenzeichen, mit dem sich die Dame von unterbürgerlichen, unsittlichen Frauen dritter und vierter Klasse unterscheidet. Diese Interpretation des Damencoupés als Ort des elitären Rückzugs wird seit etwa Ende der 1860er Jahre angefochten. Dabei spielen öffentlich gewordene Fälle von sexueller Gewalt auf der Eisenbahn eine Rolle, von denen Baker vs. Dickinson der mit Abstand spektakulärste, aber bei weitem nicht der einzige ist. Im preußischen Abgeordnetenhaus plädieren Abgeordnete wie Friedrich Harcourt oder vielleicht heute noch bekannt Rudolf Virchow 1869 dafür, sogenannte Frauencoupés für die dritte und vierte Klasse einzurichten. Also dieser terminologische Unterschied, der wird damals, also das Damencoupé auf der einen Seite, das Frauencoupé auf der anderen Seite. Erste, zweite Klasse, dritte, vierte Klasse. Der Mediziner und liberale Sozialreformer Virchow führt dazu aus. Die königliche Staatsregierung hat ihre Sorge für das weibliche Geschlecht meiner Meinung nach an einem falschen Punkt angefangen. Gerade in der zweiten und dritten Klasse ist darauf zu rechnen, dass ein möglichst entgegenkommendes und vielleicht chevalereskes Benehmen gegenüber den Damen stattfindet. In der vierten Klasse ist im Gegenteil anzunehmen, das werden die Herren konstatieren, die sich auf der Eisenbahn einigermaßen umsehen, dass hier eine wirkliche Gefahr vorliegt. Die Notwendigkeit der Geschlechtertrennung wird nun also neu begründet. Jetzt geht es um einen Schutzraum, um einen Safe Space, der Frauen vor Übergriffen und Zudringlichkeiten bewahren soll. Anders als im historischen Fall Baker vs. Dickinson sollen sich die gefährlichen Übergriffe aber nicht in den Coupés erster, auch nicht zweiter, auch nicht dritter Klasse zutragen, sondern vornehmlich in der vierten Klasse, der Klasse des Proletariats, der Landarbeiter und der Armen, die ihre Affekte angeblich nicht unter Kontrolle haben. Tatsächlich richtet Preußen in der Folge Frauencoupés dritter auf einigen Verbindungen auch vierter Klasse ein. Und das ist, wenn ich es richtig sehe, in Europa einzigartig, wo das Damencoupé sonst ein Reservat der Eliten bleibt. Vierter Teil, das Frauenabteil in der Kultur. 1928 erscheint ein Nachruf auf das Frauenabteil in der sozialistischen Zeitung Vorwärts. Also gibt es auch heute, glaube ich, noch die SPD-Zeitung. Der Autorin Irene Herzfeld erscheint das Frauenabteil als Symbol des verstockten Wilhelminismus, des halbabsolutistischen Männerdeutschlands, als eine Bastion der konservativen Geschlechterideologie, die Frauen die freie Bewegung und die sexuelle Selbstbestimmung untersagen mochte. Die Abschaffung des Frauenabteils erscheint so gesehen als Sieg der Emanzipation und der gesellschaftlichen Liberalisierung. Im Kaiserreich verlaufen die Fronten in Bezug auf das Damen- und Frauencoupé aber weniger geradlinig, als es die Gegenüberstellung von Konservatismus und Liberalismus suggeriert. Wie wir gesehen haben, waren es Liberale wie Rudolf Virchow, die für Frauencoupés dritter und vierter Klasse geworben haben, und sowohl von bürgerlichen als auch von proletarischen Frauenrechtlerinnen werden Damen- und Frauencoupés damals als zivilisatorische Errungenschaft angesehen, weil sie es Frauen erlauben, unbelästigt alleine unterwegs zu sein. Belästigungen und sexuelle Gewalt auf der Eisenbahn sind im 19. Jahrhundert keine Erfindung von konservativen Tugendaposteln, sondern ein echtes Problem, das die Geschlechtertrennung im Bedarfsfall zu lösen verspricht. Im Kaiserreich haben die Frauenabteile insgesamt aber keinen besonders guten Ruf in der Presse und in der Literatur, zumindest bei eher liberalen oder linken Autoren. Das liegt zum einen daran, dass es tatsächlich eine konservative Propaganda gibt, die Frauen zur Nutzung dieser Abteile zu verpflichten sucht. Dabei geht es weniger um den Schutz von Frauen, sondern um den Schutz der Sittlichkeit im Allgemeinen, die durch die gemeinsame Fahrt von alleinstehenden Männern und Frauen bedroht werde. Bereits 1854 schreibt ein Geistlicher an den preußischen Ministerpräsidenten mit der Bitte, Frauencoupés dritter Klasse einzuführen und erläutert sein Anliegen folgendermaßen. Das Dicht-Zusammensitzen, die Reisemäntel auf dem Schoße, das Gedränge in der dritten Wagenklasse, die Dunkelheit in denselben, in den Tunnels während der Tageszeit,
Das Gerassel des Zuges, die Schüchternheit des Mädchens. Alles begünstigt die Tat. Unter diesen Umständen kann der Gatte seine reisende Frau, der er Begleitung nicht zu geben imstande ist, und der Vater seine Tochter nicht mehr schützen. Und wenn er später mit halben Worten und Andeutungen erfährt, was vorgekommen, den Täter nicht mehr ermitteln. In mancher unschuldigen Seele können dadurch die verderblichsten Versuchungen entstehen, quälende Gewissensunruhe geweckt und der innere Frieden für das ganze Leben verscheucht werden. Die Sorge des Geistlichen gilt hier offenbar weniger den Frauen, die Opfer einer solchen unaussprechlichen Tat werden, sondern einerseits den Gatten und Vätern, deren Ehre gekränkt wird und die den Täter nicht zur Rechenschaft ziehen können, und andererseits gilt sie der Unschuld der Seele, also der Gefahr, dass im Tunnel Gefühle und Begierden erwachen könnten, die sittsame Frauen nicht haben sollten. In zeitgenössischen Anstandsbüchern wird jungen Frauen regelrecht eingeprügelt, dass sie in ein Damencoupé gehören, wenn sie als anständig gelten wollen. Und immer wieder wird der Wunsch laut, Damen- und Frauencoupés für junge Frauen durch Zwang verbindlich zu machen. Die repressive Geschlechterideologie, die hinter solchen Forderungen steht, wird im Kaiserreich popularisiert von etlichen Romanen und Erzählungen, beispielsweise von Nathalie von Eschstrut, eine der Lieblingsschriftstellerinnen von Kaiser Wilhelm II. Liest man nicht in den meisten Romanen von jungen Mädchen, denen durch irgendein kleines Vorkommnis ein Ritter im Eisenbahncoupé erwächst, ein junger, eleganter, flotter Ritter, der sich unsterblich verliebt, im zweiten Kapitel schon eine Liebeserklärung macht und die Heldin im dritten heiratet? Fragt Eschstrut ihre Leserinnen zu Beginn einer ihrer fürchterlichen Novellen. Auch die Protagonistin dieser Erzählung, die junge Salome, träumt von einem solchen Eisenbahnabenteuer und muss dafür im weiteren Verlauf der Fahrt mit, Zitat, allen Qualen tiefster Beschämung und Reue büßen. Am Ende verspricht sie, in Zukunft nur noch im Damencoupé und verschleiert zu reisen, sich nie mehr auf ein Gespräch mit fremden Männern einzulassen und sich alle Flausen aus dem Kopf zu schlagen. Salome kommt mit dem Schrecken davon. Ihre Freundin Juliette hingegen, die an ihrem Traum von einem freieren, abenteuerlicheren Leben festhält, geht aufs Jämmerlichste zugrunde. In Geschichten wie diesen geht es offensichtlich darum, Normen festzusetzen, junge Frauen durch sozialen Konsens auf die Nutzung des Damencoupés und ein entsprechend sittsames Verhalten zu verpflichten. Die Assoziation des Damencoupés mit Wilhelminismus, Konservatismus und sexueller Repression ist also keinesfalls aus der Luft gegriffen. Fünfter Teil. Romantische Eisenbahnabenteuer. Womit Nathalie von Eschstrut zweifellos recht hat, ist mit ihrer Beobachtung zur zeitgenössischen Popularität von sogenannten Eisenbahnabenteuern. In den Feuilletons der Zeitungen, also den unteren Spalten, finden sich bis 1914 zahllose Geschichten, die sich um die Liebe auf der Eisenbahn drehen. Die erotische Aufladung hat das Eisenbahncoupé von der Postkutsche geerbt, die seit etwa 1800 ein beliebter Schauplatz für literarische Romanzen ist. Ende der 1830er Jahre wird sogar die Sorge geäußert, dass die Eisenbahn mit der Romantik der Reisebeschreibung Schluss machen könnte, weil nun alles viel zu schnell und viel zu glatt vonstatten geht. Weil keine Zeit mehr fürs Kennenlernen bleibt und weil es keine überraschenden Zwischenfälle mehr gibt, die das Liebespaar überhaupt erst zueinander führen. Diese Befürchtung bewahrheitet sich allerdings nicht. Es gibt, grob gesagt, zwei Varianten des romantischen Eisenbahnabenteuers in der Literatur. Die ritterliche und die unritterliche Variante. Die ritterliche Variante führt den benötigten Zwischenfall durch den Auftritt eines sogenannten Wüstlings herbei. In der Regel ein Soldat oder ein Proletarier, der eine alleinreisende junge Frau belästigt. Also, und das ist wirklich, Wüstling ist jetzt kein Begriff, den ich mir irgendwie ausgedacht habe, sondern das ist ein Begriff, der immer wieder fällt. Und das sind wirklich meistens Soldaten. Also für diejenigen, die 1875 diesen Fall Baker vs. Dickinson beobachtet haben, muss das sich so angefühlt haben, als wäre das eine Geschichte aus der Literatur, ja, weil das so bekannt ist. Der Wüstling aus dem Militär. Dieser Zwischenfall mit dem Wüstling gibt dem in der Regel bürgerlichen Helden die Möglichkeit, sich zum Beschützer der Dame aufzuschwingen und den Übeltäter in die Flucht zu schlagen. Ich zitiere ein typisches Beispiel für eine solche literarische Belästigungssituation und ihr glückliches Ende aus einer Erzählung von Ernestine Diethoff. Also, wir befinden uns im Eisenbahncoupé dritter Klasse. Mein Herr, rief die Geplagte, indem ihr drei Tränen, welche sie die ganze Zeit mühsam unterdrückt, in die Augen schossen. Mein Herr,
Ich habe ihnen keinen Anlass zu einem solchen Benehmen gegeben. Mach nur nicht zieren, sagte der junge Ritter, welcher offenbar mehr getrunken hatte, als nötig war. Wenn man allein reist, und jetzt tritt der Kavalier auf, so hat man umso mehr Anrecht auf den Schutz jedes gebildeten Mannes den Insolenzen eines Buben gegenüber. Die Hand weg von der Dame. Die geglückte Rettungstat und die Versicherung, das Fräulein umgehend in einem Damencoupé unterzubringen, berechtigen den Helden, nun seinerseits Komplimente machen zu dürfen und den Namen seiner Schutzbefohlenen in Erfahrung zu bringen, ohne selbst als Wüstling dazustehen. Dem Wüstling kommt in diesen Geschichten also die Funktion zu, Mann und Frau miteinander ins Gespräch zu bringen und eine hierarchische Beziehung zwischen Beschützer und Schützling zu stiften. Diese Geschichten enden in der Regel gut mit der Heirat des Eisenbahnliebespaars. Variante 2. Die unritterliche Variante der romantischen Eisenbahnliteratur nimmt wiederum die Perspektive des Wüstlings ein. Der Wüstling legt es nicht auf eine Hochzeit, sondern auf ein Abenteuer an. Ein oft geschilderter Trick, um zum Ziel zu gelangen, besteht darin, einer alleinreisenden Frau irgendeine Hilfeleistung aufzudrängen, beispielsweise beim Einsteigen, beim Verstauen des Gepäcks oder beim Öffnen des Fensters zu helfen, um dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Diese Gegenleistung kann dann beispielsweise im Gewähren eines Handkusses, in der Preisgabe des Namens oder in der Verpflichtung auf ein Gespräch bestehen. Ein anderer, fieserer Trick ist die Bestechung des Schaffners, dem der Protagonist Geld dafür gibt, ihm ein Coupé mit einer attraktiven Mitreisenden anzuweisen und keine weiteren Fahrgäste hineinzulassen. So verfährt beispielsweise der Held in einem Roman des ostpreußischen Erfolgsautors Johannes zur Meggede gegen den expliziten Willen der betreffenden Frau, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, mit ihrem Verehrer in einem Coupé eingeschlossen zu werden. Daraus jetzt auch noch ein Zitat und es ist zugegebenermaßen ein bisschen eklig, das tut mir auch leid. Aber das ist halt, es ist halt diese Literatur. Ein Tunnel kommt. Der dicke Lokomotivenqualm schlägt durch das geöffnete Fenster ins Coupé. Felicie, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, das ist die Protagonistin, springt geängstigt auf. Nein, nicht hier, nicht hier. Und so weiter und so fort. Aber Felicie, sei doch barmherzig. Ich kann ja nicht anders. Ich habe dich ja so lieb. Und wieder der Kampf um die Abwehr und der flüchtige, glühende, geraubte Kuss. Es ist zum Ersticken heiß im Coupé. Unsere Gesichter sind heißer. Felicie schämt sich, schmollt. Ich habe ihr doch wohl den Zaubertrank des großen Gefühls eingeflößt, den ihre dürstenden Lippen immer wieder verzweifelt wegstießen, dann aber tranken, so widerwillig und so gern. Was hier formuliert wird, ist nichts anderes als eine Vergewaltigungsfantasie. So direkt ausgesprochen wird das in der deutschen Eisenbahnliteratur eher selten, aber es klingt immer wieder mehr oder weniger subtil an. Die Botschaft dieser Literatur lautet, dass man Frauen zu ihrem Glück zwingen muss, dass, modern gesprochen, Nein niemals Nein heißt, sondern im Zweifelsfall meistens, ja, mach weiter. Die Popularität dieser Botschaft vermittelt sich auch über eines der beliebtesten Bildmotive zur Jahrhundertwende, den sogenannten Tunnelkuss. Der Tunnel ist, seitdem es Eisenbahnen gibt, ein erotischer Faszinationsort. Im Tunnel ist es in den ersten Eisenbahnjahren tatsächlich vollkommen dunkel. Diese Dunkelheit macht Angst, zumal wenn man sich vergegenwärtigt, dass hier ein Unfall geschehen könnte. Schürzenjäger wie Friedrich Hackländer, einer der Pioniere der romantischen Eisenbahnliteratur, machen sich diese Angst zunutze. Meine kleine Nachbarin fuhr aus Schrecken heftig zusammen und gegen mich hin. Ich fuhr aus Mitgefühl etwas Weniges gegen sie hin. Und so fuhren wir zusammen durch den fast eine halbe Stunde langen, gänzlich finsteren Tunnel. Und das ist also bei Hackländer, das ist noch ziemlich früh, das ist aus den 40er Jahren, da wird dann eher so drauf angespielt, was im Tunnel passiert. Das wird jetzt nicht unbedingt ausbuchstabiert, aber das kann sich der Leser schon denken. Also er kriegt auch entsprechende Hinweise. Romantische Tunnel-Episoden wie diese sind bis 1914 ungeheuer beliebt. Die Dunkelheit des Tunnels gibt dem Abenteurer die Gelegenheit zum Übergriff, ein Übergriff, nach dem sich Frauen angeblich insgeheim sehen. Da habe ich ein Bildbeispiel, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Das ist so ein Bild, das gibt es massenhaft, das ist hunderte von diesen Bildern. Also da unten steht: Ich bin Ihnen wirklich böse, Herr Leutnant, dass Sie mich vorhin im Tunnel küssten. Mi pardon, gnädigstes Fräulein, wird nicht wieder vorkommen. So, es kommt aber doch noch ein Tunnel. Wie in dem Roman von zur Meggede, wenngleich weniger drastisch, wird hier die falsche Prüderie der Frau dargestellt. Die verschämte Sehnsucht, die sich die eigenen Begierden nicht eingestehen kann. Und die deshalb den Übergriff des Mannes, das Handeln gegen den Willen der Frau, provoziert und angeblich notwendig macht.
Wenn Frauen in der romantischen Eisenbahnliteratur hingegen selbst aktiv werden, ist irgendetwas faul. Dann handelt es sich vermutlich um leichte Mädchen, um Hochstaplerinnen oder um die uns schon bekannten Eisenbahngaunerinnen. Über dieses massenhafte Bildmotiv gibt es auch zahlreiche Scherze. Besonders beliebt ist das Motiv der Kussverwechslung, bei der der Wüstling versehentlich die Falsche oder den Falschen küsst. Wie weit bin ich hier? Also das ist zum Beispiel, das ist ein relativ frühes Beispiel von so einer Kussverwechslung. Das ist auch antisemitisch, ne? Also Sie sehen hier, da ist ein Jude dargestellt. Der junge Mann hat sich in die junge Frau verguckt. Jetzt kommt der Tunnel, das Bild hat jetzt ausgespannt mit dem Tunnel. Und dann verwechselt er das. Also er küsst versehentlich den Juden. Und das ist ein Motiv, das finden Sie immer wieder und immer wieder. Also von 1860, meines Wissens eine der frühesten Darstellungen, bis 1914. Das können Sie sich auch bei YouTube anschauen. Es ist für den frühen Film ein total beliebtes Motiv. Und es ist auch immer wieder rassistisch. Also es gibt zum Beispiel so Filme, wo, also wenn das dann im amerikanischen Eisenbahncoupé spielt und der junge Mann küsst dann versehentlich die Sklavin der Frau und so. Es ist also immer wieder und wieder. Und da gibt es dann auch Witze über den Witz und so weiter und so fort. Diese Verwechslung kann auch absichtlich herbeigeführt werden, als eine Art von Selbstschutzmaßnahme. Es wäre hier ein Beispiel, also wo die Frau den Hund davor hält. Das ist auch, also immer wieder und wieder, immer das gleiche Motiv. Schön. Und dann hier, das ist jetzt ein bisschen komplexer, da haben Sie eine technische Vorrichtung, die eingeführt wird. Also die Dame hat dann so ein Netz. Aus Bildmotiven wie diesen nun kann man, wenn man mag, eine zarte Kritik an den Narrativen des romantischen Eisenbahnabenteuers und an der Männerfantasie des Tunnelkusses herauslesen. Hier sehnt die Frau den Übergriff nicht heimlich herbei, ist nicht passiv, sondern wehrt sich auf aktive, allerdings sehr dezente Art und Weise gegen das vermeintliche Abenteuer. Vor dem Hintergrund all dieser Geschichten und Bilder, der Omnipräsenz der realen und der imaginierten Gewalt, mit der das Eisenbahncoupé untrennbar assoziiert ist, versteht man vielleicht besser, warum vielen Frauen die Geschlechtertrennung auf der Eisenbahn im 19. Jahrhundert notwendig erscheint. Man versteht allerdings auch, warum das Frauenabteil von vielen Männern fortwährend denunziert wird. Als Damenklostercoupé, als Damenkäfig, als Dämchenskasten, als Ort der alten Jungfern, der prüden Backfische, der alten Schachteln und der Mannsweiber, denen jeder erotische Reiz abgeht. Denn das Damencoupé macht Gelegenheiten zunichte. Und auch daran mag es liegen, dass es im Kaiserreich eine regelrechte Männerbewegung gegen das Damencoupé gibt. Und dass man immer wieder in der Zeitung liest, dass Männer sich absichtlich in die Frauenabteile setzen und sich mit Gewalt dagegen wehren, in einem anderen Abteil Platz zu nehmen. Sogar im Reichstag wettern Abgeordnete gegen das Damencoupé, weil es Männer angeblich benachteilige, und fordern, dass es dann wenigstens auch besondere Herrencoupés geben müsse, die Frauen nicht benutzen dürfen. Das ist eine Anmerkung zur Gegenwart. Es gibt immer mal wieder die Einführung von Frauenabteilen. Also es ist nur auf kurzen Strecken und ich glaube, es gab es auf der österreichischen Bahn vor ein paar Jahren oder so. Und dann kommen auch die Männerrechtler. Ja, die sagen, es geht nicht. Der öffentliche Raum muss für uns komplett verfügbar sein. Das ist also eine Benachteiligung. Ich komme zum Schluss. Sechster Teil. Zum Schluss möchte ich noch darauf zurückkommen, wie es mit Kate Dickinson weitergegangen ist. Dickinson verlasse das Gericht unbefleckt und rein, hat der zuständige Richter in seinem Schlusswort versprochen. Und die Mehrheit der Presse hat sich auf ihre Seite gestellt und den frechen Wüstling verurteilt. Doch bereits kurz nach Prozessende geht es los mit den Gerüchten, die wahrscheinlich auch von Bakers einflussreichen Freunden gestreut werden. War der Tathergang nicht vielleicht doch ein bisschen anders? Hat sich die, Zitat, mit großen Reizen ausgestattete Blondine Dickinson nicht allzu lasziv gekleidet? Hat sie womöglich doch mit Baker geflirtet? Hat sie es sogar von vornherein auf einen Prozess angelegt und das große Aufsehen dazu genutzt, um Reklame für sich auf dem Heiratsmarkt zu machen? Ist sie also doch eine jener ominösen Eisenbahngaunerinnen? Selbst eine öffentliche Solidaritätsadresse von Königin Victoria kann nichts daran ändern, dass die Geschichte im Laufe des Jahrhunderts umgeschrieben wird. Kate Dickinson zieht sich bis zu ihrem Tod im Jahr 1915 komplett aus der Öffentlichkeit zurück, bleibt aber jahrzehntelang eine öffentliche Figur. Die durch den Prozess überlieferten Details inspirieren die englische pornografische Literatur, die unter dem Ladentisch verkauft wird.
Hier wird gelegentlich explizit auf den Fall Bezug genommen und eine fiktive, aber eindeutig erkennbare Kate Dickinson im Coupé vergewaltigt, natürlich zu ihrem heimlichen Wohlgefallen. Solche Geschichten, die ich jetzt hier nicht zitieren will, nehmen offenbar auch Einfluss auf die frühe deutsche Sexualwissenschaft, die Dickinson zu einem typischen Beispiel für die falsche Prüderie und Heuchelei der Frau erklärt. Obwohl, wie die Vossische Zeitung damals geschrieben hat, die Evidenz so vollständig und konklusiv war, wie sie in einem solchen Fall nur sein konnte, hat die wahre Geschichte auf Dauer keine Chance gegen die romantischen Eisenbahnfantasien des 19. Jahrhunderts. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen intensiven und auch spannenden, teilweise trotz aller lustigen oder zum Lachen anregenden Zitat aus heutiger Sicht auch erschreckende Vortrag. Meine Damen und Herren, wenn wir uns das angucken, was Sie jetzt gerade am Ende gesagt haben, erleben wir ja in der Presse seit einigen Wochen, wenn im Umfeld der erfolgreichsten deutschen Band Rammstein ja auch diese Diskussion geführt werden und das, um es auch noch mal klar zu machen, eben nicht nur in Deutschland, sondern auch vorher in Litauen, einem Land, in dem ich ja, wie Sie wissen, auch 10 Jahre gelebt habe, wo die Staatsanwaltschaft verweigert, jede Art der Ermittlung aufzunehmen. Also vielen Dank. Sie haben gesehen, meine Damen und Herren, was man in Eutin alles in einem Jahr Forschung auf die, ich nehme das jetzt alles für uns in Anspruch, Herr Weber. Das ist natürlich nicht nur Eutin, aber es zeigt, wie spannend dieses Thema ist, das Thema Eisenbahn. Sie haben auch wunderbar gezeigt, wie Bilder, das erste Bild, wie Bilder instrumentalisiert umgedeutet werden können, auch selber vom Künstler. Das heißt also, was mit Quellen, mit historischen Quellen alles möglich ist. Auch das erleben wir heute ja noch. Denken Sie nur an AfD-Parteitage, wo auch Quellen einfach umgedeutet werden. Aber ich will Ihnen gar nicht alles vorwegnehmen, meine Damen und Herren. Vielleicht noch eine Bemerkung. Natürlich, heute hat die Bahn so viele Zwischenfälle, dass alles wieder passieren kann. Natürlich auch gerade hier im Eriks können Sie die Zeit zwischen Hamburg und Eutin teilweise auf 3 oder 4 Stunden ausdehnen. Ja. Gibt es Fragen? Gibt es Anmerkungen? Wir haben hier mit Herrn Weber einen Spezialisten, wie Sie gemerkt haben. Ja, bitte. Ich würde sagen, dass es tatsächlich so war. Die Abteile, die wurden abgeschlossen von außen. Das, was wir das schon mal besprochen hatten, es gab einen ganz großen Brand auch. Die Leute kommen nicht aus den Zügen, weil die nicht aus dem Abteil rauskommen. Aber das können wir uns heute natürlich nicht vorstellen, dass die Leute tatsächlich auch abgeschlossen waren. Wer hätte also nicht rauskommen. Deswegen mussten wir ja so Fenster werden. Das sind Sie heute im ICE im Standesfall auch. Da kommen Sie nicht raus. Wenn da nicht einer mit Gewalt nachgeht, kommen Sie aus einem ICE nicht raus. Das hat gerade in den letzten Wochen diverse Fälle gegeben, wo in Deutschland Leute in Zügen liegen geblieben sind und aus den Zügen nicht rausgekommen sind. Aber nicht, weil sie abgeschlossen waren, sondern weil sie einfach technisch scheiße sind. Aber Sie können in den ICE-Zügen ja nicht mal ohne weiteres mit einem Nothammer die Scheiben einschlagen, wie früher, weil die so gebaut sind, dass sie Teil der Karosserie sind. Die Feuerwehren kommen auch nur mit Spezialfahrzeug von außen rein. Sie können diese Wagen quasi nur von außen öffnen. Vor ein paar Tagen, was gestern sogar war ein Bericht, wo Soldaten, die zufällig in einem ICE mitgefahren sind, mit Gewalt die Türen von innen aufgemacht haben. Die Leute haben stundenlang da drin festgesessen. Klimaanlage funktionierte nicht mehr, weil die Stromversorgung nicht da war. Und von außen die Sonne, ja im Mai und Juni extrem in Deutschland gewesen ist und das wie im Kochtopf da drin gewesen ist. Und das geht übrigens noch weiter. Die konnten die Fenster aufmachen. Heute haben sie das, sie sind drin, Klimaanlage funktioniert nicht und der CO2-Anteil wird immer größer in den Zügen, sodass die Leute Erstickungsgefühle kriegen. Da sind richtig Panikattacken abgelaufen. Das nur so nebenbei. Das hat natürlich für den Klimaanlage. Ich würde das vielleicht noch eine Sache ergänzen, jetzt nur mal zurück ins 19. Jahrhundert. Bei Baker Dickinson, dieser Geschichte, das führt dazu, dass dann in den englischen Coupés so kleine Guckfenster eingebaut werden, damit man von außen quasi sich bemerkbar machen, damit man sich irgendwie bemerkbar kann, machen kann während der Fahrt, ja, um irgendwie zu warnen oder zu sagen, dass man irgendwie in Not ist. Das ist eine englische Besonderheit.
Und es gibt natürlich auch diese Mordfälle, ne? Und bei diesen Mordfällen ist dann immer die Riesendiskussion, warum haben wir diese Coupés? Das ist doch total bescheuert. Ja? Also es gibt eine riesige Angst vor dem Mord im Eisenbahncoupé. Aber die Europäer wollen das halt irgendwie so. Interessant ist ja auch, dass man das so trägt, dass die Frau schuld hat. Es ist faszinierend, dass eine Argumentationsfigur, die zwei Jahrtausende funktioniert hat, ja, dass die Frau die Sünde in die Welt gebracht hat, ja, und heute immer noch, ja, aber ein bisschen hat sich ja was getan. Aber wenn Sie sich vorstellen, wie lange das funktioniert hat, auch Romane im 18. Jahrhundert, da wurden Vorworte von Männern geschrieben, die dann sagten, sie haben das noch verbessert, weil die Frau die moralische Führung des Mannes benötige. Also das sind, ja, also, und wenn wir über die Seele sprechen, das kann man vielleicht auch sagen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Frauen keine Seele haben. Man hat nämlich Ende des 19. Jahrhunderts Frauenleichen obduziert und hat natürlich keine Seele gefunden. Darüber wurde publiziert, man hat keinen Mann aufgeschnitten. Ja, also insofern ist es Wissenschaft, aber das zeigt, was alles möglich ist. Aber ich will hier nicht vor was die Diskussion weiter. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Eine praktische Frage, seit wann gibt es keine Coupés mehr? Und die andere Frage, die mich interessieren soll, welche Quellen konnten Sie hier in der Landesbibliothek anzapfen? Seit wann gibt es keine Coupés mehr? Weil, also diese, also ich meine, es gab ja noch lange Zeit Abteile, es gibt ja bis heute Abteile. Ja. Das, was wir aber jetzt kennen, ist halt immer durch diese Seitengänge verbunden. Da komme ich wieder zurück auf den Mord. Also der Mord und solche Fälle wie Baker Dickinson führen halt dazu, dass man sagt, es geht eigentlich nicht und wir brauchen diese Seitengänge. Das ist doch sowieso viel praktischer. Und zum einen ist es für die Eisenbahngesellschaften halt teuer, das zu ändern. Und zum anderen wird auch immer gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, dass europäische Reisende aber eben diese Abgeschlossenheit, diese Isolation besonders schätzen, dass sie das unbedingt haben wollen, im Gegensatz zu den Amerikanern. Das ist immer so diese Gegenüberstellung, die man macht. Also es gibt den amerikanischen Großraumwagen, der auch irgendwie auf so eine Art und Weise für die Mentalität der Amerikaner steht. Und dann gibt es dieses europäische Coupé. Und ja, ich glaube, das wird so tendenziell so in den 20er, 30er Jahren werden diese alten Coupés ausrangiert. Aber das ist auch in den 20er Jahren, das ist immer wieder Thema. Und wann diese letzten alten Coupés verschwinden, das weiß ich gar nicht. Zu den Beständen, also es ist ja ein Teil meiner Arbeit. Ne? Also das ist also ein Kapitel. Vielleicht hätte man auch das, also ja, jetzt die ganze Arbeit vorzustellen, wäre mir jetzt irgendwie so kompliziert gewesen. Und da habe ich auch schon viel davor zugearbeitet. Aber es gibt einiges, was ich jetzt dann hier auch in der Bibliothek nochmal einsehen konnte. Also ich habe ganz am Anfang mal diese Schilderungen von Ida Hahn-Hahn zitiert über die englischen Damencoupés. Ich hätte da auch noch andere Sachen zitieren können. Das habe ich zum Beispiel hier ausfindig gemacht. Und jetzt aber bei diesen Bildquellen oder so, das ist natürlich so, dass ich habe ganz viel mit digitalen Quellen gearbeitet. Das ist ja das Tolle auch, dass in den letzten Jahren da so viel passiert ist. Also sonst hätte ich die Arbeit sowieso insgesamt überhaupt nicht schreiben können, weil ich also ganz viel digital gemacht habe und dann halt so mit Stichwort suchen und in verschiedenen Beständen. Gibt es weitere Fragen? Nachfragen, Anregungen? Ja, bitte. Bis wann gab es denn die Damen-Coupés? Ja, ich weiß es nicht so ganz. Es würde mich auch interessieren, falls es jemand weiß. Also es gibt, ich habe ja zitiert, diesen Nachruf auf das Damenabteil von 1928 aus dem Vorwärts. Ja, also es ist nicht der einzige, da gibt es noch so ein paar andere Berichte, die sagen, ja, adieu Damencoupé. Dann findet man aber wieder Berichte so kurz darauf, dass es das durchaus zum Teil irgendwie noch gibt. Ich weiß es nicht so ganz genau. Und also ich meine, meine Arbeit endet ja eigentlich auch so ungefähr 1914. Ich wollte ja eigentlich nur 19. Jahrhundert machen und das hätte mich jetzt auch sehr interessiert. Ich habe auch mal an die Bahn geschrieben, ob sie mir das vielleicht sagen können, aber da hat mir natürlich niemand geantwortet. Nö, das ist mit der Bahn sowieso ein bisschen kompliziert, wenn man da irgendwas will. Aber ich glaube schon, dass es auch lange noch diese Möglichkeit gab, dass man, also was es auch in Deutschland ganz am Anfang in der Eisenbahnzeit gibt, dass theoretisch alleinreisende Frauen auf Schaffner zugehen können und sagen, ich möchte ein Coupé, also oder ein Abteil, nur für Frauen haben und dass der Schaffner dann eigentlich verpflichtet ist, wenn es irgendwie möglich ist, so einen Abteil anzuweisen
Und das kann sein, dass es das noch länger gab, das, und noch bis in die 50er, 60er Jahre, aber das weiß ich, wie gesagt, nicht so richtig. Was die halt in den 20er Jahren in Deutschland immer sagen, ist, naja, dieser Bedarf ist irgendwie nicht mehr so groß. Also Frauen wollen das wirklich nicht mehr so gerne. Aber ob das stimmt oder nicht stimmt, weiß man nicht so ganz genau, weil das natürlich auch immer ein Kostenpunkt ist. Also jedes zusätzliche Abteil ist immer zusätzliche Kosten und deshalb ist man auch von Eisenbahnseite auch immer bestrebt, das irgendwie klein zu reden, wenn es da irgendein Bedürfnis geben sollte. In England ist es zum Beispiel so, wo das alles privat gemacht wird. Sind Sie da auf Quellen gestoßen, ob das auch hier in Ostholstein bei den Eisenbahnen oder in Schleswig-Holstein bei den Eisenbahnen Frauencoupés gab? War das flächendeckend oder? Ja, das muss es auch gegeben haben. Aber das kommt auch immer drauf an. Also das ist, also was ja in Preußen diese große Besonderheit ist, sind diese Frauencoupés vierter Klasse. Ich glaube nicht, dass es, also ich meine, es gibt natürlich auch nicht in so vielen Ländern vierte Klassen, aber das ist schon irgendwie speziell. Und die kommen aber vor allem dann im Einsatz, wenn das so stark frequentierte Strecken sind, halt mit viel Arbeiterverkehr, weil man halt immer sagt, die Arbeiter sind diejenigen, die das machen, also die da irgendwie gefährlich sind. Und Ostholstein, jetzt vielleicht nicht so industrieller Schwerpunkt, könnte auch sein, dass es das dann da zum Beispiel für die dritte und vierte Klasse eher nicht gegeben hat. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon so, dass es das überall geben soll. Muss man Pfeffer. Ja, ja. Oder diesen Hut. Ja. Weitere Fragen, meine Damen und Herren? Anmerkungen, Kommentare? Wir haben Herrn Weber nicht mehr lange unter uns. Er kommt zwar nächstes Jahr hoffentlich wieder im Frühjahr zur Tagung, wenn es über Eisenbahn geht, aber... Also ich fand das insbesondere auch den Hinweis von Ihnen interessant, dass es offensichtlich auch damals schon eine ausgeprägte Kultur der Fake News gab. Wie hieß es nur? Der Fake News, also dass die verdreht werden. Ja. Woran wir uns ja immer mehr gewöhnen mit Anton und anderen, wo die Technik das ja immer leichter macht, diese Dinge zu tun. Aber offensichtlich war das damals ja auch schon verbreitet. Ja, ich meine, das sind Gerüchte, ne? Also, aber ich meine, das ist dann auch ein sehr langer Zeitraum, in dem sich diese Geschichte irgendwann wandelt. Dazu vielleicht noch eine Bemerkung. Ich habe auch noch einen Artikel aus dem letzten Jahr aus der Welt gefunden, der auch, also Valentine Baker wird ja dann ein Jahr inhaftiert, Hausarrest, muss auch nicht arbeiten oder so, weil dafür ist er zu nobel, und macht dann nochmal große Karriere in der osmanischen Armee. Und dann gibt es auch nochmal so eine Kampagne seiner Freunde, ich glaube in den späten 80er oder Anfang der 90er Jahre, ob er jetzt nicht wieder in die britische Armee eintreten kann und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was soll ich sagen? Weltartikel. Ah, ja, genau. Danke. Und in dem Weltartikel wurde das, also das ist ein aktueller Artikel und es wird, also dieser Fall Baker versus Dickinson, der ist wirklich ganz interessant, weil das wird wirklich in den großen Zeitungen minutiös protokolliert, was genau passiert ist, was sie sagt. Und Baker widerspricht ihm auch gar nicht. Und trotzdem ist so, dass die Geschichte ist dann halt, bis heute ist es dann anders. Und dann in der Welt steht dann, es gab eine galante Konversation und der Oberst rechnete sich da Chancen aus, die er vielleicht nicht hatte, aber irgendwie ist es ja alles so ein bisschen kompliziert. Und so, und es war aber nicht kompliziert. Es war ein ziemlich eindeutiger Fall, aber es ändert sich halt. Also die Geschichte wird dann einfach umgeschrieben und dann ist es irgendwas anderes. Vielleicht ist das ja auch einfach ein Spiegel überhaupt der Gesellschaft. Wir sagen mal Eisenbahn, das ist ja eigentlich jetzt die Theaterbühne dafür, aber eigentlich ist das ja ein Spiegel der gesamten Gesellschaft. Und die Eisenbahn war natürlich auch revolutionäres Transportmittel und da gab es alles von einem kleinen Hühnerzug mit vielleicht einem Personenwagen und drei Güterwagen hinten dran bis hin zu den Orient-Express, den sich nur die modernsten Leute leisten konnten. Aber ich denke, ist natürlich auch jeder neugierig gewesen. Was ich jetzt spannend finde, ist natürlich, vielleicht fühlen Sie sich animiert, auch nochmal in die Zeit davor zu gucken, weil das ist natürlich schon interessant. Wie sind die Leute überhaupt gereist früher? Mit Kutsche und die ganzen Gasthäuser. Gibt auch ganz spannende Sache über die Flößer. Die sind dann, glaube ich, in Österreich sind die Leute eben auf dem Floß gereist und sind 10, 15 Tage auf dem Floß unterwegs gewesen, jeden Abend irgendwo angelandet. Da gab es dann eine Hütte auf dem Floß für die Frauen.
damit die nicht mit den Männern draußen auf dem Fluss zusammensitzen mussten. Und gleichzeitig wurde das Holz natürlich umgeschrieben. Aber das ist sehr ähnlich. Ne? Also die Thematik ist schon sehr alt. Ja, ich freue mich total, dass Sie das gesagt haben, weil das ist auch, also das ist halt das, was meine Arbeit versucht, einmal durchzuspielen. Also Eisenbahn als Spiegel der Gesellschaft, was im 19. Jahrhundert ja wirklich Sinn macht, weil tatsächlich für diesen Zeitraum bis zur Einführung des Autos alle damit fahren. Und das ist ja, das ist sowas, was es danach nicht mehr gegeben hat, was es davor nicht gegeben hat, dass eine Gesellschaft in diesem einen Transportmittel vereinigt wird. Auch wenn das irgendwie klassengetrennt sind. Aber diese Klassen, das sind ja auch weiche Grenzen. Das ist ja auch immer die Möglichkeit, dass die irgendwie überwunden werden können. Und dass da eben die ganze Gesellschaft zusammenkommt, das macht es irgendwie so spannungsreich. Und deshalb gibt es so viele Geschichten da im 19. Jahrhundert darüber. Und das, ja, fällt dann irgendwie so ein bisschen aus in der Zeit, wo es dann andere Möglichkeiten gibt. Aber ja, absolut. Ja, also. Und die Gesellschaft beschreibt sich halt über Eisenbahn im 19. Jahrhundert. Bin ich jetzt nicht der Erste, dem das irgendwie auffällt, dass es in Romanen eine riesige Rolle spielt. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht über Gebühr strapazieren. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei Herrn Weber, nicht nur für diesen großartigen Vortrag heute, sondern auch für das Jahr der aktiven, intensiven Arbeit in der Landesbibliothek im Rahmen unseres Stipendiums. Wir sind froh, dass wir Sie hier hatten. Wir sind froh, dass wir dieses Stipendium haben. Und wir wären sehr froh, wenn wir viele von Ihnen bei unseren nächsten Veranstaltungen wieder in diesem Hause begrüßen dürfen. Nehmen Sie sich ein Halbjahresprogramm mit, damit Sie sehen, was hier angeboten wird. Kommen Sie jetzt gut nach Hause und einen schönen Abend und Ihnen auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.